Nee, das habe ich doch. Was ich noch bräuchte, wäre wirklich ein einziger verdammter Eisenbahn. Dann kriege ich noch eine Pickaxe und dann können wir echt mal auf so eine Steinfarmrunde gehen beim nächsten Mal. Tja, Eisen könnte ich dir eins geben. Das wäre schön. Mach mich auch nie wieder über dein Aussehen lustig. Das soll ich dir jetzt glauben. Hier, 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 hier. Hä? Weg ist er. Die spawnt. Ich packe ihn in die Kühltruhe. Okay. Da passt nichts rein. In Eisen. Ich pack ihn in den Kofferraum. A bar in a jar. The bar in the jar, Jabba. So, okay. Warte, wo hast du ihn reingepackt? Kofferraum. Kofferraum. Kofferraum? Sind sie da nicht immer zuerst als erstes nach? Ja, so. Perfekt. Halt, warte mal, ich hab's ja schon hergestellt, das Ding, ne? Dann Pickaxe. Würde ich gerne nochmal sowas bauen. Aber eins muss man sagen, in dieser Aufnahme wurde unseren Zuschauern jede Menge Action geboten. Ja, ja, definitiv. Und man durfte sehen, wie du stirbst. was Seltenheit ist. Was das Schöne ist, dadurch, dass du das jetzt Play machst, bei mir sieht man viele Tode, aber bei dir sieht man alle Tode. Ja, ich habe einen Utwin zu verschenken. Will den wer haben? Oh mein Gott. Ich würde ja sagen, die Rache ist mein, aber... So. Machen wir das mal so. Okidoki. Dann... Kommst du auf einmal mit so einer Hake an? Ich werde mich rächen. Wiederkehr! Schnitzharken! Braucht das dann nochmal? Ist das jetzt so gelangt? Okay, interessant. Ich hab das da. Ne, ich brauche einen Stick. Ich need ein Stick. Wobei ist ja eigentlich uninteressant. Toll, super. So, okay, ich habe jetzt Sledgehammer und Spitzhacke. Das heißt, beim nächsten Mal kannst du richtig zur Sache gehen. Jo, das ist nicht schlecht, ja. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Truhen. Wie hat man nochmal diese Truhen gemacht? Ja, das Lagertruhen, die wir letztes Mal hatten. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen. Das ist mein Problem gerade. Wahrscheinlich ist das der einzige Begriff, der auf Deutsch vorhanden ist, auf einmal. Sowas wie Lagertruhe oder so. Ich habe unter Chest schon nachgeguckt, ne? Da konnte ich nur einen Brustkorb bauen. Ne, wenn ich jetzt mal unter das Fragezeichen gehe, ich guck mal eben unter bei den Reitern. Nightstand. Couch, ja, machen wir uns eine Couch, oder? Unter den Stuhl. Kabinett. Cycling. Desk safe. Building. Es hatte einen wirklich saudoofen Namen, das weiß ich noch. Ich komm echt nicht mehr drauf, sorry. Lady, geh zum Utwin, der hat was Leckeres für dich. Wobei, ich habe doch noch zwei Pfeile. Sie. Und er. Und sie nochmal. Storage Chest. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Holzplanken zusammengelegt und ich kann jetzt eine Secure Storage Chest machen. Ah, Storage Chest hieß die blöde Ding. Gucken wir mal, ob ich das Ding aufstellen kann. Weil das Ding hat irgendwie gar kein Symbol, aber ich glaube, das wird schon so passen. Habe ich jetzt erstmal hier hingestellt? Ja, wunderbar. Endlich Platz. Oh, ist das schön. Oh. Gott sei Dank. Da würde ich mich vor lauter Freude als Party gleich mal mit 10 Gläsern Honig einschmieren. So, dann war das, glaube ich, andersrum. Andersrum? Andersrum! Oha, wer schlägt mich da schon wieder? Ach du Scheiße, ich bin fast tot schon wieder.
Aber was heißt das schon wieder? Er beliebt zu scherzen, unser Otwin. Er kommt wahrscheinlich zu mir gerade. Ja, da kommt. Ich komme gerade zu dir hoch. Vorsicht, ich bin gerade nur weggerannt, um mich zu verbinden. Einen Moment, ich verbinde sie. Ja, danke schön. Ist das nicht schön? Okay. Oh. Ich komme hier echt sehr oft ganz knapp dem Tod. Das ist unglaublich. Fast richtig. Okay, aber ich bin damit zufrieden. So, I'm very zufrieden with this Ergebnis. Ja, this is impossible. Klick, 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 klick. Artekabu, ich rette dich. Ja, mach mal ein einschlagendes Ergebnis. Das allercoolste wäre wirklich so eine Szene. Warte, Kabu, ich rette dich und verfehlt den Zombie und haut dir voll auf den Kopf. So, Gabu, danke, dass du mitgemacht hast. Aber leider musste ich dich jetzt gerade töten, weil ich an deine Ersparnisse ran wollte. So, okay. Dann mache ich mir nämlich auch noch zum Abschluss fix ein Sledgehammer, weil ich ja wirklich so eine arme Sau bin, keine Munition habe für nix. Das kann ich noch grad mitnehmen. Und dann. Du hast doch bestimmt auch ewig viele Feder. Ich habe jetzt 130 Feder noch im Inventar. Was man da alles an Crossbow-Bolts machen kann, das ist unglaublich. Wenn man also, es denn will, ja. Derzeit ist echt mehr das Problem, genug Steine zu kriegen, als Federn. Damals war immer das Federn das Problem. Jetzt habe ich mehr Federn als alles andere. Beschwer dich noch, dass es ändern. Ja, du hast schon recht. Liebe Entwickler, mach das Spiel bitte schwerer. Ich kenne zumindest einen, der mir auf jeden Fall sofort zustimmen würde. Ja. Leider zu viele. halt, da muss der doch sein. Und zwar einen Sledgehammer. Ach, da hat man nur 3 Eisen für gebraucht. Ja, deswegen dachte ich, das kommt gut hin, weil ich hatte genau 6 Eisenbahnen. Dann habe ich mir gedacht, super, Sledgehammer 3 Eisen, dann brauche ich jetzt noch für die Pickaxe 3 Eisen und dann habe ich da. Und dann so, oh scheiße, ne, Pickaxe 4 Eisen. Nein. Dann das bitte noch. Dann ist er noch. Ah, was ist das auch? Ah, das ist ein LED. Genau, perfekt. Das ist LED. Schmeiß ich mal ein bisschen was von meinem LED noch rein. Ui, LED. Hey, willst du diese Axt mal riechen? Willst du ein A kaufen? Warum hast du einen Cowboy-Hut aus? Ich habe einen Cowboy-Hut auf, echt? Du hast einen Cowboy-Hut auf. Der sieht so, irgendwie kacke ich hab mir, aus. Ich habe mir ein Clove-Hat gebastelt, aber das sieht auf der als Icon so aus wie so eine Wollmütze, die man sich überzieht einfach. Nein, du bist ein texanischer komischer Knilch und die Zombies gehen baden. Sehr schön. Okay, allerdings würde ich an dieser Stelle sagen, wir werden einen Schlussstrich ziehen. Und unsere Beziehung noch mal ganz gründlichst überdenken. Sag mal, triffst du jetzt die Zombine dort hinten oder? Ich treffe die. Ich habe die jetzt schon das zweite Mal eigentlich wirklich voll getroffen irgendwie. Jetzt? Das war irgendwie komisch. Pflaume. Irgendwie ging der Pfeil immer durch sie durch. Na, dann sagt er zu mir, hey, der Kabu trifft nix. Aber jetzt selber, 25 Pfeile für den einen Zombie. Waren 5. Und 3 davon waren eigentlich Treffer. Oh, jetzt habe ich den lustigen Bug, den du mal hattest mit dem Hammer. Den habe ich voll im Gesicht. Ja, dass der direkt in der Mitte ist, ja. Dass du nicht nahezu nichts siehst. Das ist. Ich dachte ja zuerst, das wäre kein Bug, sondern das wäre jetzt wirklich so reinprogrammiert. Dachte mir, also das haben die jetzt echt scheiße gemacht. Ist aber nur der Sledgehammer. Naja, mal gucken, ob sich das bis zum nächsten Mal. Hast du eigentlich eine Levelanzeige, sehe ich gerade, wenn du auf I gehst ins Inventar? Ich hoffe, du kommst wieder ins Inventar. Ja, habe ich. Dann steht ja dort Level, Doppelpunkt, aber bei mir steht da nichts. Steht bei dir irgendwas? Ein roter Balken ist da schon zu sehen, Ich habe da auch einen roten Balken, aber ich habe keine Levelanzeige. Ich weiß es nicht. Ja, das wird wahrscheinlich noch Level 0 sein. Wir haben noch zu wenig getötet und sind so oft gestorben. Es wäre ganz cool, wenn die das jetzt einfach auf 0 lassen würden und der Balken voll ist und sobald das Levelsystem eingeführt wird, startet man dann eben auf Level 1 oder so.
Ja, Weil ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man jetzt wieder alles an Leveln macht, irgendwie 10 Level oder so, dass es dann am Ende einfach nicht zählt oder dass man sowieso von vorne startet. Oder Ja, dass einfach. die Vermutung habe ich so oder so, also ja. Oder einfach, dass man sowieso wieder neu anfangen müssen, sobald das Level-System integriert ist, weil es wahrscheinlich erst mit Version 10 kommt oder so. Ja. So stelle ich mir das auch irgendwie Das ist irgendwie vor. das Einzige, was im Spiel noch für Langzeitmotivation fehlt, dass das Level-System wirklich funktioniert und dass man sich echt was holen kann für. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, was das ist dann. Dürfte bestimmt sehr. Ich dachte wirklich, ich hätte mal was von gelesen, dass sie Charakterbäume einführen wollen, Talentbäume so in der Art. Ja, wie das dann halt im Detail dann aussieht, ne? Okay. Okay, ja, dann machen wir an der Stelle nächstes Mal weiter. Genau. Wenn wir uns hier provisorisch was aufbauen, wir können hier noch ein bisschen weiterschauen, ob wir was finden Ja, das ist jetzt oder. dann, das ist dann wohl wirklich erstmal so ein kleiner Holzaufbau wie hier. Irgendwann können wir uns ja vielleicht noch umentscheiden, wenn wir dann wirklich genug Eisen und Stein haben und so andere Sachen. Genau. Mal gucken, vielleicht finden wir auch irgendwann mal eine Großstadt, wo wir plündern können und finden da was Tolles drin. Das ist ja auch mal auch interessant. Wir haben ja bis jetzt nur ganz kleine Dörfer oder ein paar Häuschen gefunden, ob hier auch Städte generiert werden. Das wäre nämlich schon Also, cool. Städte habe ich schon gesehen. Also nicht hier jetzt in dem Speicherstand, aber Privat-Singleplay zum Antesten habe ich mal Also geguckt. so random generiert. Genau. Okay, das ist natürlich interessant. Das habe ich nämlich in der Tat schon mal gesehen. Jetzt kommen aber echt Zombies an ohne Ende. Es kann gut sein, dass da wirklich jetzt. Ich glaube, die haben da wirklich was gedreht. Ich habe auch was gelesen, dass die Spawns für Zombies hochgedreht haben. Und das haben wir heute auch am eigenen Leib erfahren, was da stellenweise kam. Das waren ja nicht mal Horden. Ja, Das waren ja, ganz ja. normale Zombie-Spawns. Und das ist schon echt übel. Das kam nämlich schon fast an eine Horde ran. Ja, Die ich Masse. weiß, ich weiß nicht, ob sie die Horde rausgenommen haben und halt die Zombie-Spawn-Rate dann entsprechend erhöht haben. Ich Ich weiß glaube es es fast nicht. nicht. Ich glaube, Horden existieren noch. Vielleicht kommen sie halt einfach seltener. Ich will nicht. Aber okay. Wir werden es doch sehen, denke ich. Denke ich auch. Okay, dann. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Baba. Bye bye.